Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Canisius TV, herzlich willkommen. Immer noch sind wir in der Geschichte von dem Elia. Wir haben jetzt erlebt, dass er nach der großen Auseinandersetzung mit Ahab und den Baals-Propheten und den Aschera-Propheten und Prophetinnen müde und erschöpft ist. 40 Tage und 40 Nächte jetzt wandert durch die Wüste, bis er zum Berg Horeb kommt. Und jetzt kommt etwas ganz, ganz Schönes, auch irgendwie Feines, eine Erfahrung von Gott, die jetzt nicht mehr so ist wie die anderen Erfahrungen, die bisher da waren. Da ist es eben Gott, der mit dem Feuer kommt und das Opfer annimmt und alles niederbrennt und der die Erde erbeben lässt, der Hunger, der Dürre macht. Also nicht mehr der allmächtige Gott, sondern also der allmächtige Gott mit dieser tönenden, weltlichen Macht. So, es kommt eine ganz andere Gotteserfahrung, die viele Menschen immer wieder beeindruckt und die vielleicht auch im Hintergrund der Gotteserfahrung Jesus steht, wenn der Gott seinen Vater Abba nennt, ganz still. Also, er ging in eine Höhle, der Elia, um darin zu übernachten. Das Wort des Herrn erging an ihn. Was willst du hier, Elia? Er sagte, mit leidenschaftlichem Eifer bin ich für den Herrn, den Gott der Heere, eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten und deine Prophetinnen mit dem Schwert getötet haben. Ich allein bin übrig geblieben. Und nun trachten sie auch noch mir nach dem Leben. Der Herr antwortete, komm heraus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Da zog der Herr vorüber. Ein starker, heftiger Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging dem Herrn voraus. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben. Doch der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Beben kam ein Feuer. Doch der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln. Als Elia es hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle. So müsste man ergänzen, denn der Herr war in diesem sanften, leisen Säuseln. Jetzt müsste ich mal im Kommentar nachschauen und gucken, was ist denn mit diesem Säuseln gemeint? Es ist auf jeden Fall etwas Stilles, etwas Zartes, ja, etwas Zärtliches. Es ist eben nicht Bebenfeuer, sondern es ist vielleicht auch eine Herzensregung, vielleicht eine ganz stille, sanfte Melodie, die man vielleicht auch summen könnte. Es ist jedenfalls etwas ganz Zartes, Verletzliches. Und Gott zeigt sich in diesem ganz Zarten und Verletzlichen. Einem Mann wie Elia, der zugleich Inbegriff von prophetischer Kraft noch vor ein paar Tagen oder Wochen war. Da vernahm Elia eine Stimme, die zu ihm rief, was willst du hier, Elia? Er antwortete, und jetzt wiederholt er die Worte, mit Leidenschaft bin ich für den Herrn, den Gott der Heere, eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten mit dem Schwert getötet haben. Ich allein bin übrig geblieben. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Der Herr antwortete ihm, geh deinen Weg durch die Wüste zurück. Und dann kriegt er einen neuen Auftrag, nämlich nach Damaskus dort einen König zu salben, dann Jehu als schon mal heimlich zu salben als Nachfolger für Ahab und dann wird er wieder erneut zum Instrument des Herrn für die politische Kritik an Ahab und Isabel. Er wird dann wieder zum Revolutionär. Aber diese Phase in der Biografie, wie sie hier beschrieben wird, von Elia ist so wichtig, weil hier deutlich wird, dass hinter dieser prophetischen Kraft eben auch etwas ganz Zartes steht. Kampf und Zartheit, Kraft und Eros, das gehört eben zusammen. Und das zeichnet eben auch prophetische Gestalten aus, dass sie nicht einfach nur hart sind, sondern klar in ihrer Sprache und in der Klarheit kraftvoll, aber zugleich eben auch ein zartes Herz haben, das sich beeindrucken lässt von Zärtlichkeit und Liebe.
Für wen können wir beten? Für uns selbst, dass uns das auch geschenkt werden möge. Diese Einheit von Kraft, um die Konflikte im Leben, die uns alle nicht erspart bleiben werden, zu bestehen und zugleich um die Zartheit und die Berührbarkeit durch Zartheit, die uns in den Konflikten zugleich menschlich bleiben lässt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.